Hallo, mein Name ist Matt, herzlich willkommen zu Overline TV. Heute seht ihr Candy Rotten, wie sie kauft und aufbaut und testet, und zwar ein rosa Etwas. Ich habe mich getroffen mit Robin The Show, habe sie gefragt zu ihrem Gewinn beim Online Drag Slam, zu ihrer Entwicklung und was sie in Zukunft noch vorhat. Aufgrund von Corona gab es eine Spendenaktion zur Rettung der queeren Bars. Einen Ausschnitt davon möchte ich euch auch nicht vorenthalten und ich erzähle euch, welche Bars nicht überstanden hat. Natürlich nur mit Overline. Ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran. Aber hey, Overline ist wieder da. Overline ist wieder da, es war immer da. Wir haben zwischenzeitlich sogar eine Fotopause eingelegt. Aber mit den Fotos sind wir seit längerem wieder da und hiermit jetzt auch endlich wieder mit den Videos. Insgesamt, wer Overline noch nicht kennt, eine Homepage mit diesen Videos, mit den Partyfotos, die wir machen, mit dem Eventkalender und bald noch viel, viel mehr Informationen. Ja. Ach so. Ja. Es gab übrigens eine Spendenaktion zur Rettung der queeren Bars aufgrund der Schließung wegen Corona. Dafür haben wir von Overline gemeinsam mit Tante Gladys und dem Initiator, dem Bündnis Akzeptanz und Vielfalt, ein Video erstellt. Ja, ihr Süßen. Ja, ihr Lieben. So, ihr Süßen. Ja, ihr Süßen. Ja, ihr Lieben. So. Ja. So. Ja. Okay, es nimmt schon auf. Zentral Luba. Autocrafts. Switchboard, Comeback, Krawallschachtel, Stall, Schweb, Luckys, Lagata, na und. Mein Name ist Christian Gar. Ich bin Josephine Liebing. Ich bin Britta. Und ich bin Gönny. Wir sind Pavel und Matt. Tante Gladys. Und mein Name ist Mercedes Rodriguez. Und heute stellen wir euch vor, warum wir diese Spendenaktion zur Rettung aller queeren Bars starten. So vielfältig wie die Community ist, so vielfältig sind auch unsere queeren Bars. Die queere Barlandschaft in Frankfurt hat sich in den letzten Jahren sehr gelichtet. Diese Schutzräume sind aufgrund der derzeitigen Situation massiv bedroht. Ich habe die außerordentliche Ehre, euch einfach ein paar Bars, Kneipen und so weiter vorstellen zu dürfen. Hier habt ihr wirklich außergewöhnliche und einzigartige Autogramme. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Also ich sammle Autogramme seit meinem 18. Lebensjahr, also seit 1900. Wir Frankfurter Tracks sind hier auch schon. Das war eine ganz tolle Spendenaktion, auch die Norbert unterstützt hat. Jetzt bin ich hier in der eigentlich wirklich weltweit ältesten Kneipe für Lesben und bisexuelle Frauen. Ich hoffe, euch bald wiederzusehen. Muss auch sagen, ich habe euch eigentlich alle vermisst. Auch wenn ich viele von euch hasse, aber trotzdem habe ich euch vermisst und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. In diesem Sinne, bleibt gesund und halt die Ohren steif. Lasst uns gemeinsam diese einzigartigen Orte erhalten und schützen. Und denn nur mit Solidarität geht das. Wir danken euch für euer Vertrauen und für eure Unterstützung. So, ihr Süßen, wir sehen uns gleich, ne? Die Spendenaktion ist vorbei und die queeren Bars konnten gerettet werden. Aber auch wenn die Aktion vorbei ist, lässt sich das lustige und teilweise auch informative Video trotzdem noch gerne anschauen. Ihr findet es auf www.overline.tv unter diesem Video oder eben auch auf den Social Media Kanälen des Bündnisses Akzeptanz und Vielfalt. Eine Bar hat es leider nicht geschafft. Die Blue Bar ist von uns gegangen. Aber dafür gibt es jetzt die Pink Bar. Auch etwas pink ist das etwas, was Candy gekauft hat. Sie zeigt es euch in der ersten Folge Candy kauft. Neben pink ist auch etwas Wut, Aggression und ein Nervenzusammenbruch dabei. Ich habe eingekauft. Schere. Wo ist sie? Ich muss die Schere holen. Das? Oh. Das ist reiner Krebsgeruch. Aber es ist rosa. Könnt ihr schon erraten, was es ist? Wo ist die Schere? Ich
Da liegt die Schere drin. Wunderschön. Eine Sauna. Das sieht aus wie so ein super moderner Eierkocher oder so. What the fuck, was ist das? Was soll ich damit? Gibt's eine Bedienungsanleitung? Nur wie... Was? Warum habe ich das getan? Ich weiß es doch selber nicht. Okay, ich habe keine Ahnung. Aber egal. Wahrscheinlich kommt der Schlauch hier dran. Alles, was ein Loch hat, muss also gefüllt werden. Von daher. Da ist nur ein Schlauch. Einer! Das macht nichts. Ach so. Das muss ja halt auch an den Strom. Dann machen wir jetzt erstmal die Sauna auf. Los geht's! Oh, hupsa. Candy macht kaputt. One, take out a tube. B, tube connection B. B. Was, wie mache ich die? Ach wo, ja, ach so. Connection, natürlich. Nein, ich brauche einen Winkel. Oh Leute, ich krieg eine Krise. Ich krieg eine Krise. Warum habe ich mir so einen Scheiß bestellt? Wer kauft sich denn überhaupt eine Sauna für zu Hause? Keiner. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich habe alles unter Kontrolle. Pro-Tipp, baut nie alleine eine Haussauna auf. Alter, ich krieg eine Krise. Ich raste aus. Schon besser. Ich raste aus. Was ist das hier? Ach, jetzt verstehe ich auch die zwei weiteren Stangen. Hat sich da der Schneider vermessen? So, das war Teil 1. Wir sind natürlich nicht sehr weit gekommen. Das macht aber nichts. Mehr Material für nächstes Mal. Freude, Freude. Also schaltet ein, wenn es das nächste Mal wieder heißt, Candy kauft. Den ganzen Clip gibt's ab dem 23. Juli auf www.overline.tv und hier auf YouTube. Deshalb am besten gleich abonnieren. Bei dem Dreh selbst waren Robin und ich dabei und wir haben uns so schlapp gelacht. Deshalb zeigt Candy die Outtakes in einem Livestream auf ihrem Twitch-Kanal. Deshalb ruft am besten ihren Twitch-Kanal auf und folgt sowohl Candy als auch Overline auf sämtlichen Social-Media-Plattformen, um das nicht zu verpassen. Apropos Robin, die habe ich interviewt und das seht ihr nach der Werbung. I'm as free as my hair. Übrigens, Candy trägt in ihrem Video einen Cortez-Wig. Ich leider nicht, aber dafür Robin. Du hast ja auch gerade den Online-Drag-Sim angesprochen, ja. Den hast du ja gewonnen. Ja. Wie hast du das geschafft? Weil du hast ja vorher verloren. Ja, beim ersten, beim Drag Slam am 7. März bin ich Zweite geworden, wo ich aber auch sagen muss, dass ich da sehr happy drüber war. Also auch einen zweiten Platz, das war mein allererster Auftritt jemals und dafür finde ich, ist das doch schon ganz gut. Und beim Drag Slam Online, gut, das ist halt ein ganz anderes Medium, was man da benutzen kann. Man hat da ganz andere Möglichkeiten. Wir konnten halt eben
schneiden, Lieder zusammenschneiden, ein bisschen mehr Effekte mit reinbringen. Da hat mir die Phoebe Ferguson dabei geholfen, wofür ich auch echt dankbar bin, dass sie mir oder dass sie auch so viel Energie da reingesteckt hat, um meine Vorstellung Realität werden zu lassen. Ich wollte dich eigentlich fragen, ob du dich denn von dem normalen Drag Slam zum Online-Drag Slam irgendwie verbessert hast. Ja, ein bisschen verbessert, Make-up-technisch schon seit dem Drag Slam. Und in der Zeit hast du dich verbessert? Ja, ich habe mich da halt eben davor sehr viel geschminkt. Ich habe die Quarantäne- und Isolationszeit dafür benutzt, dass ich an meinem Make-up übe. Und ich würde sagen, ich sehe nicht mehr aus wie eine Anfängerin, aber da ist noch viel Potenzial. Ich kommentiere das erstmal nicht. Was auch eine Herausforderung war, man performt während dem Videoaufnehmen und da ist einfach keiner, der einem zujubelt. Mhm. Sondern ganz im Gegenteil, da ist die Phoebe dahinter und sagt, da muss noch mehr, da muss noch mehr. Das war so ein bisschen, nee. Also die Phoebe kann auch nüchtern pöbeln. Ja, das stimmt, ja. Aber nur zum Guten, sie hat mich da eher so in meinen Grenzen gedrängt, was auch gut war. Seit wann machst du Drag? Ja, also das erste Mal in Drag war ich im Februar 2018. Ich habe schon immer gesagt, so, oh, Ryan, das ist so cool. Und ich so, ja, dann mach doch mal. Und sie wohnt ja in Berlin und ist öfters mal bei mir und schläft dann auch bei mir. Und da hat sie ihr ganzes Zeugs mitgenommen und hat dann gesagt, jetzt machen wir das doch mal. Und dann hat sie mich gefragt, so, soll ich's machen oder soll ich dir sagen, was du machen sollst? Und ich so, ja, komm, ich probier's mal selber, du sagst mir, was ich machen soll. Es sah katastrophal aus. Aber hat sich ja nicht verändert. So richtig ernst genommen habe ich das für mich. Und deswegen sage ich immer so, das ist meine ursprüngliche Geburt, ist so November, also Diva Deluxe 2019. Mhm. Und ich dachte mir so, ach ja, why not? Das ist sonst nichts anderes zu tun. Und mittlerweile ist das aber, ja, doch mehr für mich. Was stehen denn für Projekte sonst noch bei dir an? An sich noch nichts. Es ist jetzt so einiges, was jetzt gewesen wäre, wo man hätte was machen können. Aber also das Nächste, was ansteht, ist dann wahrscheinlich die Performance beim Drag Slam All-Stars. Willst du irgendwie noch grüßen? Oder hallo verachten? Mama. Oder anprangern? Nein. Ja, cool. Dann bedanke ich mich, dass du da warst. Ich danke. Wer mehr von Robin sehen möchte, schaltet wieder ein. Ab dem 16. Juli auf www.overland.tv und hier auf YouTube. Deshalb, wie gesagt, abonnieren nicht vergessen. Und ganze zwei Tage später könnt ihr den Drag Slam All-Stars anschauen. Entweder direkt auf der Hanauerlandstraße im Moxie Hotel oder ihr holt euch ein Online-Stream-Ticket und könnt dann eben auch für Robin abstimmen. Das war die erste neue Folge von Overline TV. Für das ganze Video der Spendenaktion Rettet die Queeren Bars. Ab dem 16. Juli das Interview mit Robin the Show und ab dem 23. Juli der erste Teil der ersten Folge von Candy Kauf auf www.overline.tv. Wen es interessiert, außerdem Termine und die Partyfotos, die wir eben schießen. Danke fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat, abonnieren, folgt uns auf sämtlichen Social Media Kanälen, kommentiert dieses Video, ich weiß gar nicht, was soll man sonst machen. Wenn es euch gefallen hat, dann erzählt auch euren Freunden davon. Wir freuen uns. Dankeschön, Matt und das ganze Team von Overline TV.